Oh, hallo YouTube und herzlich willkommen zu meinem nächsten Bike vs. Bike Video. Und zwar diesmal die Yamaha Ypsilon ZF 125 gegen die KTM RC 125. Und wie immer, wie erwartet, wer gewinnt. Und wir fangen auch gleich an mit der Yamaha. Und da zeige ich euch gleich mal ein paar Bilder. Ja, die Yamaha bekommt man ab 4.595 Euro auf der offiziellen Yamaha-Website, aber das ist auch von Hersteller, von Händler zu Händler anders. Zum Motor: Sie hat einen Einzylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen, einen OHC-Motor, das erkläre ich gleich noch, der flüssigkeitsgekühlt ist und insgesamt 124,7 Kubikzentimeter hat. 11 kW, also 15 PS und das bei 12,4 Newtonmeter. Die Yamaha hat eine Nassumschmierung, elektronische Benzineinspritzung, einen Elektrostarter und Kraft wird über eine Kette übertragen. Und OHC bedeutet Overhead Camshaft, das bedeutet nicht mehr wie auf Deutsch über den Kopf gesteuert, also Nockenwelle ist über dem Kolben und ich blende auch gleich noch ein Bild ein. Für die Leute, die das verstehen, das ist ein OHC-Motor. Dann zur Abmessung. Sie hat maximal 2 Meter Länge, 68 cm breit. Die Gesamthöhe liegt ca. bei 1 Meter und die Sitzhöhe bei ca. 82 cm. Und der Radstand bei 1,35 m. Und ja, das war's schon zu Yamaha. Zu KTM habe ich leider nicht so viele Fakten gefunden, aber ein bisschen was habe ich dann doch rausbekommen. Ja, die KTM kostet ein bisschen mehr, und zwar 4.750 Euro laut Website, aber da ist auch von Händler zu Händler anders. Und sie hat einen Einzylindermotor, Viertakt, hat aber auch 4 Ventile, ist flüssigkeitsgekühlt. Sie hat 124,7 Kubikzentimeter, auch 11 kW, also 15 PS. Und das bei 12 Newtonmeter. Sie hat auch eine Nassumschmierung, auch einen Elektrostarter. Und die Kraft wird über eine Kette über auf den Reifen übertragen. Aber sie hat auch eine elektronische Einspritzung. Bei ihr ist der Radstand bei 1,30 Meter und die Sitzhöhe bei 82 cm, also 1 cm Unterschied. Und ja, da habe ich auch nur das rausgefunden bei der KTM. Und ihr entscheidet, wie gesagt. Ich mache dann noch eine Auswertung von den anderen zwei Bike vs. Bike Videos. Und naja, auf jeden Fall wünsche ich euch mal noch eine gute Fahrt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
in the field I've been lost in. I'm so tired feeling boxed in, cause trying to stay clean is exhausting. I ain't proud, everything around so filthy, so I keep my head up in the clouds. I ain't proud, everything around so filthy.